jetzt habe ich nochmal ein Auto gefunden, was meinen Wünschen entsprechen könnte. Und zwar ist das von Fiat der Dreamer. Lasst mal reinschauen. Der hat ein Aufstelldach. Mir wäre es als Hardtop zwar lieber, aber dementsprechend ist er nicht ganz so teuer. In der Grundausführung kostet er 52.600 und so wie er jetzt dasteht, kostet er 55.850. Ja, ich finde wieder ziemlich geil, dass man hier die Küche quasi in der Schiebetüre hat, sodass man eben alles gleich nach außen dampfen lassen kann. Und der hat sogar dieses Fliegengitter, was ich auch sehr, sehr geil finde. Wenn man ein bisschen im Süden unterwegs ist oder gern an Seen, dann weiß man das sicherlich zu schätzen. Hier zeige ich euch mal das Fahrercockpit mit diesem coolen Panoramafenster auch noch. Und dann geht's hoch zum Schlafen. Geräumig, angenehm, die Seiten zum Öffnen, also cool, wie ich finde. Und hier nochmal mit Messeausblick. Dann habt ihr hier die Kochplatte, zweifacher Gasherd, Spülbecken und hier unten den Kühlschrank. Was ich da allerdings bemängeln würde, ist, dass die Schränkchen leicht hängen. Okay, hier ist es besser wie bei dem anderen gelöst und unten sogar größer. Ich habe vorher gerade einen angeschaut, da war es genau andersrum. Nehme ich alles wieder zurück. Gefällt mir sehr. Hier das Klo. Ich habe keine Ahnung, warum das hier hinten abgehängt ist. Beim besten Willen nicht. Der hätte sogar ein Fenster und ein süßes Waschbecken. Aber wozu das hier drüber ist, falls das jemand weiß, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Da wäre ich super neugierig. Und dann hier nochmal dieser Schlafplatz. Der reicht auch vollkommen aus. Ich bin gerade drauf gelegen. Ist ziemlich, ziemlich cool. Also ja, dieses Auto würde mir definitiv zusagen. Da seht ihr es gerade noch mal von hinten. Und was meint ihr? Setzen wir diesen Camping-Trend, den Martin und Vicky nun plötzlich begonnen haben, fort? Ich bin ja als Camper eigentlich groß geworden. Mein Papa hat selber einen Campingbus ausgebaut und wir waren immer nur campen oder auf unserer Hütte. Aber das hat jetzt einige Jahre Pause gemacht. Lasse ich mich anstecken oder nicht? Ich bin selbst gespannt, ehrlich gesagt. Aber mich juckt es auf jeden Fall schon sehr.